wahrer Journalist, der wollte nicht mehr schweigen. Ein ganz normaler Journalist wollte endlich Flagge zeigen. Was war von ihm noch geblieben? Von seinem Geist und der Schleue. Verloren, verschimmelt und fermentiert als Perlen vor die Säue. Er schrieb, was gewünscht und sah jeden Tag die Wahrheit im Staube verrecken. Und war es leid, dem Narrativ, dem Verlogenen die Stiefel zu lecken. Der tapfere, mutige Journalist, der wollte nicht mehr kriechen. Er konnte den ganzen stinkenden Mief der Feigheit nicht mehr riechen. In der Redaktion verstaubt, der sich selber nix mehr glaubt, als korrumpierter Kritzelwurm. Wurm, oh Wurm! Der Journalist! Der Journalist! Der Journalist! Der Journalist! Der Journalist ist, was er ist. So ist es. Der Journalist! Der Journalist! Der Journalist! Der Journalist! Der Journalist ist, was er ist. Der tapfere, gute Journalist, der wollte sich nicht mehr bücken. Er wollte wieder aufrecht stehen mit stolzem, geraden Rücken. Nach all den vielen Jahren als bezahlter Auftragsclown wollt er sich endlich wieder stolz im Spiegel anschauen. Und die Kollegen staunten nicht schlecht, da war auf einmal zu lesen, was zu denken sie schon nicht mehr gewagt, aus dem Giftschrank die Thesen. Unser mutiger Journalist war nicht mehr klein, sondern groß. Sein Hirn und Herz waren auf einmal so licht, doch den Job war er los. Die Wahrheit macht einsam und frei, die Geldnot zieht an dir wie Blei. Man ging an ihm vorbei. Hallo, ist da jemand? Der Journalist, der Journalist, der Journalist, der Journalist, der Journalist, der Journalist ist, was er ist. Community und neue Auftraggeber. Er trank jetzt auch nicht mehr so viel, das dankte ihm seine Leber. Und die Moral von der Geschichte: Steh aufrecht, verrat dich nicht. Klar in der Botschaft, ohne Zorn. Schau nach vorn, schau nach vorn, schau nach vorn. Bleib nicht liegen, lass dir nicht die Seele verbiegen. Lerne Lügen, das Fürchten lernen und sei ein Optimist. Der Journalist.